Oh, meine lieben Freunde, jetzt haben wir was ganz Besonderes. Ihr seht es unten rechts, Nürburgring mit dem Nissan GT-R. Na, das kann auf jeden Fall was werden. Da wünsche ich euch jetzt schon mal schon ohrentechnisch einen schönen Orgasmus, denn ich hoffe, dieses Fahrzeug ist so, wie es fast in der Realität ist, ohrentechnisch schön betäubend und laut und geil und heiß. Also lehnt euch zurück und nehmt schon mal die Wichstücher raus, denn jetzt wird es interessant. Wichslappen, Entschuldigung. Gar nicht mitbekommen, dass hier Darf drin ist. Moin Darf. Klingt ja doch gar nicht so geil. Willst du mich verarschen? Moin, moin. Der zieht einfach an mir vorbei. Dreizehn. Das müssen wir gleich nochmal machen. Das geht ja mal gar nicht, Alter. Schon wieder an mir vorbei. Jetzt habe ich wieder Bock auf Go-Kart. Warum? Einfach so. Gerade eben war schneller. Gleich nochmal. Das ist so okay. So geil irgendwie. Ich brauche mehr Beschleunigung. Dass der einfach so an mir vorbeizieht, da komme ich nicht gerade klar damit. So von der Haube, so aus dem Augenblickwinkel, dass das ein Muster ist. Auf diesem kleinen Bild. Was willst denn du jetzt von mir hier? Ja, schieb mich mal an! Komm, schieb mich an! Alter! Ist das eine Macke oder was? Voll Bursche hinten. Nein. Nochmal. Das ist eine Sauerei hier. Eine Sauerei. Das war jetzt Gran Turismo. Ein ähnlicher, ich will es nicht sagen, Rennspielsimulator, aber halt, ja, Fahrsimulator. Also, ja. Aber es ist Gran Turismo. Aber es ist Gran Turismo. Ja. Da musst du dir die Autos auch kaufen, oder? Haben wir bei den Missionen hier gerade gestellt. Wenn du die Mission da erreicht hast, sage ich jetzt mal so, durch die Mission, die du hier machst, kriegst du die ganzen Fahrzeuge quasi so zum Fahren halt. Und dadurch kriegst du Geld, verdiente Meilen, zurückgelegte Strecke und Erfahrungspunkte. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel jetzt eine Mission fertig hast oder die Fahrschule in der Kategorie fertig hast, kriegst du ein Auto geschenkt. Oder ein Auto gratis sozusagen. Und hier siehst du es nochmal, Stufe 1, Stufe 2. Stufe 1 habe ich hier diesen komischen Peugeot da bekommen, 307 oder was das ist. Hier gerade eben habe ich so einen komischen, was ist das hier, wie heißt das Ding, Mitsubishi bekommen. Und jetzt, wenn ich die fertig habe, kriegst du das nächste Auto geschenkt. Da läuft dann so eine Dings. Bitte, bitte, möglich Vorgaben regeln, Sie benötigen falsches Fahrzeug. Okay. Was nehme ich denn da jetzt für ein Auto? Wir haben hier, wir brauchen eine N400-Kategorie. Also die drei Fahrzeuge stehen zur Auswahl. Einmal den, den habe ich auch gerade hier bekommen, den Maserati, den habe ich auch geschenkt bekommen. Genauso wie den. Den habe ich mir gekauft, den BMW E30 zum Driften. Den E-M3 habe ich mir gekauft und, halt meinen, den anderen hier oben, den sieht man gerade nicht. Also meine Festcam im Wege. So, welches Auto soll ich nehmen? Den BMW, den Toyota oder den Maserati? Leute, stimmt mal ab jetzt hier. Los, 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 los. Zeit ist Geld, Geld habe ich nicht. Und Zeit auch nicht. Los. Wir wollen noch Nürburgring fahren.
Eine Mähne Mac. 14 M3. M3. Wir haben 6 Zuschauer. Mal sehen, was die anderen noch schreiben. Ja, welchen M3? M3 Sport Evolution von 89 oder den M3 E46? Gibt's ja zwei. 89 oder 2003er Baujahr? Aber zu lange. M8? Hä? Ist besoffen? Ja. Warum glaube ich das jetzt? Kiff. Stimmt, den 89 kann man nicht schwetten. Das ist eigentlich meine Driftmuschi. Naja, ja, ist ja schon getunt. Garagenfahrzeugveranstaltung. Was muss ich denn hier fahren? Kroatien! Hä? Mike! Ja, E30, ne? Wenn ihr aber beide schreibt M3, das waren ja beides M3s. Eine war nur ein E30 und andere E46. Kroatien, da warst du doch, Mike. Vielleicht erkennst du ja irgendwas wieder. Wollen wir mal noch kurz in die Einstellungen, Fahrzeugeinstellung gucken. Okay, alles Stufe Straße. Auch alles drei. Okay, hart, okay. Mehr noch irgendwas zum Einstellen. Bodenfreiheit. Das belassen wir erstmal alles so. Können wir dann immer noch mal umändern. Ja, zack, zack. Ja, verlassen. Was ich geil finde, ist mit den Kilometern. So wirklich die Kilometer mitzählt, wie viel du mit dem Auto seitdem du das überhaupt mal gefahren bist. Was nur ein bisschen komisch ist. Bremsen sind noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei der Kiste. Piss dich hier mit deiner A-Klasse. Sieh durch. Was hätten da vorne eine Muschi vor mir? Ah, zwei Muschis. Audi kann ich da und der BMW da erst recht nicht. Geh weg da, ein geringverdiener Auto. Einfach durchblasen hier. Hufala! Ach, E30, ich muss das abkönnen. Ey! Warum darf? Warum mit Patrick da verwandt? Zu viel auf der Leistung auf der Hinterachse. Das leichte Ding. Ach, Quellen. Ich bräuchte mehr Gewicht auf der Achse. Ah, so ist der. Gleich quer gehen, dann kann er wahrscheinlich dauernd nehmen, weil ich den eigentlich auch nur zum Querfahren gekauft habe. Also die Bremsen sind hier echt scheiße. Sogar richtig die Windgeräusche hier. War gar nicht so aufgefallen.
Anfang nochmal an. Ich könnte ja gerne mal den anderen BMW noch als Vergleich nehmen oder so. Ui, der war gut. Schiebt euch weg hier, ich komme. Ich muss mich nur erst wieder dran gewöhnen. Der Moment. Ach, keiner gesehen. Wenn jetzt BMW-Liebhaber zuhören, würde mich jetzt köpfen. Das ja coole sind wirklich hier die Schattenelemente und alles, was so im Tacho ist. Gas, 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 Gas. Guck, guck, da bin ich schon wieder. Bis zur nächsten Kurve. Ich hab gerade gefuchst. Achtung! Leitplanke! Ey! Du schäbischer Sackgesicht, du! Ich komme. Ey, habt ihr das gerade gesehen? Der beschleunigt trotzdem noch, trotzdem sich eben. Was? Natürlich kann ich den nehmen. Ich bin erstmal auf. Oh, jo, mach das. Tschüss an den Chat. Man hört sich, man liest sich. Ding, geschafft. Jo, mach's gut. Die Bedingung ist bei der Kategorie, dass ich N400 Fahrzeuge nehme irgendwie. Und da können wir gleich nochmal gucken. Ich nehme ein anderes Fahrzeug jetzt so und dann ja. Ja, die ersten drei, weil das halt wie gesagt hier steht da, ne? Ein Garagenfahrzeug und die Bedingung ist halt hier in der Form ein N400. Hier unten rechts steht es in der Ecke, ein N400. Und die anderen haben halt N300, N200, N600 und so. Ja, so ne? Hier. Da N600, N500, N300, N200, N300, 300. Ach nee, kann ich ja gar nicht nehmen, den hier. Stimmt. Hast ja gar recht gehabt. Mike, hast ja recht gehabt. Dann nehme ich mal den Maserati hier. Mal sehen, wie der ist. Weil den E30 habe ich mir ja eigentlich wirklich nur zum Driften gekauft gehabt. Ja, stimmt, hast sogar recht gehabt. Hast richtig gesehen gehabt, Mike. Richtig gesehen. Was ist denn hier los? Was? Hey, hoi. Hey, hoi, kann ich das nächste Mal mitspielen? Was bist du denn? Da müssen wir gleich mal antworten hier. Sobald ich Muschis rieche, bin ich sofort da. Oh, Mike hat vor einer Stunde wieder Videos von mir kommentiert. Das finde ich ja geil. Und noch uralte Videos. Einmal Carporn-Video und einmal, wo ich das Vorderbein ausbauen wollte. Ja, N300 bei E46. Ja, da habe ich mich verguckt gehabt. Ich brauche aber N400, genau. So. Ah ja. Schon komplett anderes Fahren schon wieder, gell? Maserati knutscht Mercedes, was kommt dann da raus?
Ey! Soll ich klötzen oder was mit deinem BMW? Lässt sich schon wieder komplett anders handeln. Man merkt halt. Man merkt halt das Gewicht. War ich zu schnell? Ey, ey! Ein Dummlager. Muss man wieder raus. Achso. Ja, stimmt, hat sie ja mal was gesagt gehabt, genau. Ja, das ist aber ein uraltes Video. Also, wenn ich mir den Hintergrund angucke, kriege ich es Kotzen. Also, das würde ich am liebsten rausnehmen, das Video. Putsch. Ich kann den hier aber noch updaten, ja? Also, die Autos, die ich habe, die meine sind. Ich müsste eigentlich demnächst mal wieder mal eine weitere Folge von Dings machen. Von den vergangenen Autogeschichten hier. Ne? Da habe ich ja auch eigentlich mal ein Video hochgeladen gehabt. Und also die Videos von den Polos und so. Und der 2016er Polo war mein letzter und dann habe ich auch einfach aufgehört. Da müsste ich demnächst auch mal weitermachen. Mit dem Skoda und so, was ich da so hatte. Ja. Oder gegebenenfalls auch halt diesbezüglich noch mit den die anderen Autos, die ich alle so hatte. Fehlt ja noch der Opel und so. Ne, der Ford fehlt, den ich hatte. Autsch. Da muss man ja ein bisschen nach dem Sprit anfahren. Da gibt es ja zum Beispiel bei der Fahrschule so ein Ding, da musst du wirklich nach dem Sprit fahren. Ich finde, Tacho, der sieht irgendwie aus wie damals der von meinem Skoda. Grüner Hintergrund, rote Zeiger. Ich glaube, ich muss die Karre erstmal tunen, bevor ich die nächste Runde fahre. Ja, das, da gab's. Mein Vater ärgert sich auch so ein bisschen. Er hat auch gesagt, wenn es Smartphone damals schon gegeben hätte, hätte ich alle meine Autos fotografiert. Ne? Ich meine, da bist du nicht der einzigste, Mike. Mein Vater ist da genauso, der würde da auch am liebsten alle seine Autos nochmal auf Bild haben. Es gab ja damals zwar die Sofortbildkamera, allerdings, ja, hat die Bilder alle meine Mom leider. Und ob sie sie mittlerweile noch hat, weiß ich nicht. Hoppala. Naja, gut. Machen wir mal weiter. Jetzt muss ich mal weiterkommen. Jetzt brauchen wir ein Gruppe 3 Fahrzeug. Also Porsche oder den 650S. Was nehmen wir für beiden? Porsche oder McLaren? Sagt was, eins von beiden. Ja.
Naja, hast nichts davon, ist richtig, aber du kannst halt diesbezüglich den Leuten halt was erzählen und zeigen, ne? Mit Stolz. Ich meine, ja, war halt eine komplett andere Zeit gewesen damals als jetzt. Komplett anders. Ne? Anderes Tuning, andere. Alleine so die 90er Jahre mit diesen ganzen Bodykits, Tiefbettfelgen und sowas, sowas wird nie wieder kommen, weil die heutigen Autos alle nur so 18, 19 Zoll hatten und so, ne? Wenn du 14 Zoll mit 2,85er oder 2,95er Reifen hattest, Junge, da warst du der King. Zumal ja auch viele Reifen für die Tiefbettfelgen gar nicht mehr hergestellt werden. Das ist natürlich das andere Ding in der Hinsicht, ne? Dankeschön, das war. Was ist das denn vor mir? Also, da hat Fabi echt nun überhaupt nicht lecker gedacht. Uiuiui. Piss dich. In Ruhe. Du Scheißding. So ein Ding würde ich auf der Stelle Presse jagen. Ohne Abarm. Kann das Auto zwar nicht dazu, aber ich weiß nicht, was die Hersteller sich dabei gedacht haben. Die Architekten da irgendwie besoffen gewesen sind oder so. Ne, ich meine, das Auto, was gerade vor mir gefahren ist hier. Ja, das war ein Fahrrad gewesen, ja. Kann ich euch dann auch nochmal in der Galerie zeigen. Das Ding ist sowas von hässlich. Der Profi-Rennfahrer. So, TV als Profi-Rennfahrer, na, das wäre ja was. So drängelt man sich heutzutage vor. Einfach rein, sodass der andere abbremsen muss. Rutsch mal. Ich muss sagen, rutsch mal. Ich habe die Leitplanke mit dir. Jetzt einfach alles wackelt und knallt und pufft. Ich finde es von der Grafik her wirklich sehr geil gemacht irgendwie. Das habe ich zwar mittlerweile fast bei jedem Game gesagt, bei TQ2,
bei diesem Projekt Cars, ne? Oder bei Horizon, hier Motorsport hier, für die Xbox habe, aber naja. Vor mir Ferrari. Also 458 irgendwas. Alles gerade vorbeigezogen. Wenn ich mich langsam an die Strecke gewöhnen, das kann ich auch besser rollern hier. Findet ihr die Strecke? Generell so fahrerisches Können. Ruhig reinschreiben, ich lese mir dann durch. Ist die Farbe, die ich sehen will. 19.000. Tägliche Training, okay. Bin mal gespannt, ob ich dann hinterher wieder irgendwas bekomme dafür. So, hat man ja fast wieder. So, was müssen wir jetzt machen? Subaru. Rallye-Karner. Da bin ich jetzt mal gespannt, ey. Rallye, das ist wieder so eine Sache, die muss man wieder... Naja.